Es ist Freitag, 8.30 Uhr und damit herzlich willkommen mit der Zeit zu Ideenausblick Education hier mit mir, Mike Seidel und Tikmel. Schauen wir gemeinsam wieder in die Märkte heute im Euro-Kanadier-Dollar, britisches Pfund, Austral-Dollar und Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das die drei Handelsideen für den heutigen Tag, aber wie immer freitags, das ist natürlich nicht alles, sondern es geht um den Wochenrückblick. Wir schauen auf die Nachrichten für die kommenden Woche. Wir machen den großen Chartcheck für die großen Indizes, schauen, wo wir da gerade stehen, und wir blicken auf den Wirtschaftsbericht für Deutschland. Das alles heute hier live im Webinar. Und natürlich alle, die hier schön mit gleich von morgens dabei sind, die können natürlich direkt rein in die Chats schreiben, was sie auf dem Herzen haben. Das heißt, sehr, sehr gerne kümmere ich mich auch um die ein oder andere Frage beziehungsweise den ein oder anderen Wunschmarkt. Heißt also einfach hier die Sachen in die Chats reinposten auf Facebook und auf GoToWebinar, und dann können wir hier direkt auch Ihre persönlichen Fragen mit beantworten. Elena, einen schönen guten Morgen. Und damit gehen wir gleich ins Webinar, aber nicht bevor wir den Risikohinweis besprochen haben. Der steht hier in Gänze verfasst, den bitte ich gerne auch so zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Blicken wir auf das, was heute auf uns wartet. Wir sehen es, die großen Präferenzen, also hier markiert mit der roten 3. Wir bekommen aus der Eurozone hier sozusagen für Deutschland den Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes. Das Ganze heute um 9.30 Uhr. Um 10 Uhr ist mal wieder EU-Gipfeltreffen. Eines der Themen wird hier sehr wahrscheinlich der Brexit sein. Da ist ja immer noch ja nichts in trockenen Tüchern. Um 15 Uhr bekommen wir hier heute bei den Nachrichten mit der höchsten Relevanz Daten zu den Hausverkäufen aus den USA. In der zweiten Relevanz hier, wir sehen es zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr, noch ein paar Daten um das Thema Einkaufsmanager-Index. Das sind die wichtigen Sachen darum. Dann gibt es heute um 14.30 Uhr bzw. 11.15 Uhr Daten bzw. Gespräche, Reden von EZB bzw. FOMC. Das hier in dieser Art und Weise. Und wir bekommen wie immer am Freitag ein paar Daten rund um den COT-Report, das dann heute Abend. Auch von mir, Thorsten, einen schönen guten Morgen. Damit sind wir mit den wichtigsten Nachrichten hier aus der Eurozone und den USA durch. Das Ganze nie auf Vollständigkeit mit Garantie. Das heißt, wir geben natürlich viele, viele Nachrichten, die tagsüber aufkommen können, gerade bei anderen Währungspaaren. Das bitte ich wie immer auch in Eigenregie mit zu prüfen. Gehört ja zu den Aufgaben eines Händlers mit dazu. Gehen wir in die Charts mal rein für die drei Paare, die ich heute wieder hier auch habe. Keine Sorge, den DAX gucken wir uns nachher noch in Vollständigkeit an. Wir starten hier mit Währungspaaren. Das ist ja das, wo unsere Handelsideen immer schön mit herkommen. Wir haben jetzt zuerst hier Neuseeland-Dollar, US-Dollar jetzt auf dem Bildschirm. Gestern, wunderbar, was hier passiert ist. Der Markt ist von unten rausgekommen, hoch in den Bereich hier des Tops reingelaufen. Das aktuelle Trendhoch haben wir ja hier oben stehen, grob um die Marke bei 0,69383. Das ist auch ein Widerstandslevel. Wir sehen es hier drüben. Da war auch nochmal ein etwas historisches Hoch bei 0,69400 ungefähr. Was sehen wir hier unten drunter noch? Wir sehen schön den untergeordneten Aufwärtstrend auch mit laufen. Der hat gestern einen ziemlichen Spike nach oben gemacht. Und hier wurde dann die Luft sehr, sehr, sehr dünn. Das ist immer auf der einen Seite so ein bisschen ein Achtungszeichen, auf der anderen Seite aber auch immer eine Chance. Achtungszeichen, warum? Wenn wir hier oben einen Verkauf bekommen, dann weiß man, okay, so richtig los geht's da oben nicht. Der Widerstand ist wahrscheinlich doch ein bisschen derber, als das ja sozusagen offensichtlich hier im Chart der Fall ist. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, da bietet sich natürlich immer auch eine Chance. Wir gucken uns aber nochmal ganz kurz den Weg nach unten an. Was kommt, wenn wir hier unten drunter laufen, unter das Tagestief von gestern, dann sehen wir definitiv tiefere Korrektur des ganzen Fortlaufes. Das heißt hier, wenn wir hier drunter durchlaufen, mit Blick nach unten hin, haben wir erst einmal hier das Tief dieses und von mir in Magenta eingezeichneten Trends bei 0,68086.
hier liegen. Da kann ein Drehpunkt kommen. Bis dahin kann dieser Trend ohne Probleme korrigieren, ohne kaputt gemacht zu werden. Darunter haben wir dann hier diesen Schwung. Also wir sehen hier auch wieder verschiedene Trendgrößen ineinander fließen. Das ist das Schöne. Verschiedene Trendgrößen bieten auch verschiedenen Händlern unterschiedliche Möglichkeiten zum Traden. Das Support-Level haben wir dann hier bei 0,67447. Und dann gibt es noch von diesem grünen Trend, den ich hier eingezeichnet habe, selbsttretend auch noch das Symbol bzw. die symbolische Charakteren hier in der Unterstützung um die 0,67200. Wir sehen es, hier drüben hat es gehalten, hier hat es gehalten. Also das sind ein paar Supports, die unter uns liegen. Wie schon gesagt, nach oben hin müssen wir über den Widerstand drüber und dann wäre der nächste Anlaufpunkt hier das Spike High von 0. Was haben wir es hier drüben? Wann war es gewesen? Am 4.12. Höhe war hier 0,69694. Blicken wir mal eben in die Stunde rein, weil da sehen wir das Interessante hier in diesem Bereich. Ich zoome das mal kurz etwas kleiner zusammen, damit wir mehr sehen. Das hier, das war der Schwung nach oben. Das, was wir jetzt hier sehen, ist einfach nur die Korrektur dieses starken Schwungs nach oben. Das ist das, was wir laufen haben. Wenn das Ganze weiter sich nach oben entwickelt, dann nimmt der Markt wieder die Richtung dieses Aufwärtsschubes an und damit sind die Chancen weiterhin gewahrt, hier oben drüber zu laufen. Wer das jetzt sieht, könnte sich sagen, hier oben ist ja ein Tageshoch von gestern. Mal schauen, wie sich der Markt dort dann verhält. Kommt dort Schwäche rein, wieder ein Abprall zu traden. Also interessant, was hier passiert. Da kann man sich gut auf die Lauer legen und eigene Setups entsprechend traden. Zurück in den Tageschart vom britischen Pfund. Australdollar im zweiten Währungspaar für den heutigen Tag. Schauen wir uns den Chart hier auch gleich mal noch mit an. Hier haben wir eine interessante Situation. Interessant aus dem Grund, wir sehen hier weiterhin noch Aufwärtsdynamik. Ne? Ist ja schön zu sehen. Aber wir haben hier unten ein Level, da ist der Markt halt gestern drunter gespiked. Das heißt, an dieser Stelle, sag ich mal, dieser Aufwärtsschub, der hier da ist, also dieser Trend hat ja hier schon mal einen leichten Knacks wegbekommen, als der Markt runtergelaufen ist. Dann hat er nochmal hoch sich gekauft und dann ist er wieder runtergefallen. Das heißt, wir haben irgendwo momentan ein bisschen die Luft aus dem ganzen Markt hier raus. Hier kann man auch eine kurze Aufwärtstrendlinie ziehen. Weitere Symbolwirkung, das ist gestern passiert. Also eigentlich vorgestern sind wir drunter gelaufen. Gestern kam dann die Bestätigung des Ganzen. Hier sind wir wieder reingelaufen in ein Level, was doch Marktinteresse hat. Hier drüben haben wir es gesehen, da wollte der Markt nicht richtig drüber. Hier ist er dann drüber, hier wollte er nicht richtig drunter, hier auch wieder nicht. Also diese Marke von 1,84100 hat gewisse Relevanzen, wo wir merken, okay, so einfach geht der Markt nicht da drunter, beziehungsweise vorher ging er nicht einfach drüber. Jetzt kommen wir ja von oben. Heißt also an dieser Stelle, wenn wir hier einen funktionierenden Rebound bekommen, müssen wir mal schauen, ob der Markt es über das Tageshoch von gestern bei 1,85432 schafft. Wenn ja, dann haben wir möglicherweise noch das Potenzial, hier oben in diesen Bereich reinzulaufen. Das ist aus dem Stundentrendverlauf ein markanter Bereich, hier die 1,87800. Selbstredend besteht dann auch weiterhin die Chance, aufs Hoch zu laufen. Aber man muss einfach sehen, aktuell ist hier Schwäche im Markt. Die Schwäche wäre dann natürlich weg, wenn wir hier bis oben reinlaufen. Das heißt, es schaut hier eher so aus, als wenn wir tendenziell weiter nach unten laufen würden. Heißt also, wir müssen uns nach unten orientieren. Anlaufpunkte, die wir hier sehen, aus diesem Tageschart raus, wo möglicherweise ein kleiner Stopp kommen kann. Die sogenannten Unterstützung haben wir hier bei 1,82200 ungefähr, beziehungsweise hier unten bei 1,79900. Auch hier sehr gerne noch einmal den Blick in den Stundenchart, weil wir sehen hier schön den Trend in der Stunde. Wir sehen hier den Bewegungstrend, der hier schön nach unten geschoben wurde. Der ist jetzt erst einmal gebrochen worden durch diese Dynamik, aber es gibt halt noch keinen neuen Aufwärtstrend. Wir haben erstmal nur den Schub nach oben gehabt, jetzt fehlt die Dynamik. Das heißt, hier sieht momentan noch nichts nach Richtungsentscheidung aus. Wir haben jetzt den Aufwärtsschub gehabt. Wir sind allerdings noch nicht in der Situation, beurteilen zu können, ob es weiter hochgeht oder nicht. Wie schon gesagt, wenn es weiter hochgeht, müssen wir erstmal hier über diese Marke drüber. Da hänge ich gleich mal noch ein Preisschildchen dran. Also wir müssen hier über das Hoch drüber. Das ist irgendwo momentan ein Widerstand. Wenn der kommt, hier haben wir ein Stückchen weiter oben das nächste Anlauflevel hier. Wenn wir mal dann diesen Bewegungstrend hier nach unten sehen, den kann man gut und gerne annehmen, dass wir hier ein Stück nach oben laufen. Nächster Anlaufpunkt hier um die 1,864 in etwa. Das wäre das, was wir nach oben haben.
kommt hier keine Kauflaune auf, sondern hier das, was wir hier sehen, den Markt eher nach unten schwingen sehen, das wäre dann entsprechend das Signal, dass es weiter nach unten geht. Und das würde dann dafür sprechen, dass der Markt hier diesen Spike von gestern wieder aufnimmt und wir doch tatsächlich dann hier in die nächste Unterstützung mit reinlaufen. Das also zum Währungspaar britischer Pfund, Australdollar. Und dann schauen wir noch in den Euro-Kann-Dollar rein. Euro-Kann-Dollar, sehr, sehr schön an dieser Stelle. Wir sehen es hier, ich habe es mit eingezeichnet. Wir haben den Abwärtsschub gehabt hier, sehr, sehr schön, trendförmig, kann man schön in den Schwüngen sehen, wunderbar, alles gelaufen. Mittlerweile haben wir hier wieder einen schönen Aufwärtstrend, der sich etabliert hat, der fand sein Tief hier interessanterweise auch wieder in diesem Level, wo dieser Aufwärtstrend entstanden ist. Hier, lange, lange Bodenbildungsphase, dann hat der Markt sich dazu durchgeringt, deutlich nach oben zu laufen. Jetzt stehen wir erneut hier oben. Und das ist jetzt interessant. Warum ist das interessant? Zwei Sachen können passieren. Entweder Abprall nach unten, dann haben wir hier relativ nah die Tagesleaves liegen, das Tagestief von gestern bei 1,51587, beziehungsweise das vom Vortag bei 1,51112. Aber bleibt die Dynamik da, heißt also die schönen Schübe hier nach oben bleiben drinnen, dann kann der Markt es tatsächlich schaffen, über dieses Level hier, über dieses Trendhoch, dieses Korrekturtrendhoch bei 1,52248 rüber zu steigen. Und dann haben wir alle Karten, bis hier oben reinzulaufen. Nächster Anlaufpunkt auf der Oberseite, dann die 1,53050 an dieser Stelle. Also das bullische Szenario sieht vor, dass wir direkt schön oben drüber laufen. Ich meine, wir kommen aus einer relativ tiefen Korrektur. Wir haben schon ein Stück weit an Weg weg. Es kann auch sein, dass wir hier unten noch mal kurz pausieren, bevor wir oben drüber schieben. Aber die Grunddynamik ist ganz einfach da. Der Swing ist schön am Laufen. Und wir sehen ja auch, was hier passiert. Der Markt will seit einigen Tagen einfach nicht runter. Der Boden hier hat gut gehalten. Wir sind nach unten hin gut abgesichert. Und die Dynamik spricht hier momentan eine Sprache, dass wir nach oben laufen. Hier ist der Punkt der Entscheidung. Hier wird sich entscheiden, ob es kurzfristig drüber geht und wir dann mittelfristig oben reinlaufen können oder ob wir erstmal einen kleinen Rebound sehen und dann Angriff auf die Oberseite mitlegen. Das hier zum Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Wir können uns das gerne auch nochmal in der Stunde anschauen. Da sehen wir hier, auch hier schwingt der Markt so Stück für Stück nach oben. Hier werden die Schwünge langsam flacher. Das heißt, wir kontrahieren immer knapper zusammen. Hier oben, da bleibt es spannend, ob es jetzt zum Schub nach oben kommt oder erst einmal kurzfristig zum Bruch nach unten. Das können die kurzfristigen, Trader auch sehr, sehr gerne nehmen. Wenn wir hier oben das Widerstandslevel liegen haben, dann wäre das eher etwas, wenn der Widerstand hier nicht gebrochen wird, dass wir nach unten einen kurzen Drall kriegen. Hier kann das Ganze dazu führen, dass wir hier diesen Bereich unten anlaufen. Ansonsten geht es halt oben drüber und wir sehen die Märkte eher übers Hochlaufen. Und das ist dann das Interessante, weil dann könnten Folgekäufer kommen, die den Markt dann Stück für Stück in den nächsten Bereich hier oben reinführen. Also das zu den Handelsideen für den heutigen Freitag. Und damit machen wir im nächsten Punkt für unseren Freitagsspot hier weiter. Das heißt, wir blicken einmal auf die wichtigsten Termine dieser Woche zurück und schauen mal, was bei rausgekommen ist. Wir beginnen hier am Dienstag, 19. März. Da haben wir Informationen zu den ZEW-Konjunkturerwartungen bekommen. Da schauen wir auch gleich drauf. Die gucken wir uns in Gänze mal an. Es war interessant. Wir hatten hier eine Prognose von minus 11, aktuell minus 3,6. Also es ist besser geworden und wir haben das auch gesehen, der Markt, der DAX hat an dem Tag, wo die Konjunkturerwartungen hier rausgekommen sind, auch sehr, sehr positiv performt. Eine weitere Überraschung gab es am Mittwoch. Letzte Woche haben wir ja schon eine Überraschung gehabt, als der Rohöllagerbestand oder als die Rohöllagerbestände deutlich mehr zurückgegangen sind, als es erwartet gewesen war. Diese Woche wieder, das zweite Mal in Folge, und zwar hier eine ganz, ganz, ganz große Abnahme gegenüber der leichten Zuwachsprognose. Das sehen wir gerne und das ist auch das, was den Rohölpreis momentan antreibt. Wir haben es ja geschafft, die 60 wieder auf der Marke zu haben, das also hier mit drauf. Gut, die Pressekonferenz der FOMC, also der FED,
Die hat jetzt auf der Zinsseite, also vom Zinsentscheid her, keine Neuigkeiten gegeben. Es ist nichts am Zins gemacht worden. Das war ja auch so angekündigt worden. Aber es war hier definitiv der Fall. Die Fed hat ein massives Zeichen gesetzt. Warum? Sie hat gesagt, wir müssen erst mal schauen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Zinsen könnten problematisch werden. Aus diesem Grund wird es wahrscheinlich in 2019 keine Zinserhöhung geben. Das ist mal eine Hausnummer gewesen, die wir hier genannt bekommen haben. Wichtige Sachen, das ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen für den Markt auch gewesen. Ja, das war sehr, sehr stark. Und hier zum Thema News, da konnte man auch gleich sehen, wie der Euro drauf reagiert hat. Sehr, sehr spannend. News Trading kann also hier an dieser Stelle gut genutzt werden. Man sieht's, Nachrichten bewegen die Märkte oft auch sehr, sehr deutlich. Und was gab es noch am Donnerstag hier aus den USA? Der Philly Fed Herstellungsindex, auch eine sehr, sehr positive Überraschung. Ein gutes Zeichen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Wir hatten im letzten Monat einen Rückgang von minus 4,1. Die Prognose waren 4,6. Der aktuelle Wert steht bei 13,7. Also das ist doch ein sehr, sehr positives Zeichen seitens dieses Indizes zum Thema US-Wirtschaft hier im Philly Fed Herstellungsindex. Das der Rückblick und damit in die Charts. Wir schauen jetzt mal auf die großen Märkte und was hier an dieser Stelle auch geschehen ist. Wir fangen an mit dem DAX. Das Bild kennen wir in Teilen aus der letzten Woche, aber das Schöne ist an dieser Stelle, ich kann hier den Trend weiterzeichnen. Heißt also, wenn wir uns das mal anschauen hier an dieser Stelle, ganz alles schick gelaufen hier, die Bewegung, Umkehrsignal bekommen, hervorragend gelaufen. Heißt also, wir sind hier einfach aus der Korrektur raus in den Markt reingelaufen. Der Trend hat sich fortgesetzt. Das nächste Hoch hier, ich nehme es mal hier rüber an dieser Stelle, wo haben wir es hier oben liegen, das Hoch im aktuellen Trendverlauf hatten wir gehabt bei 11.822, hat sogar getroffen hier. Jetzt stehen wir wieder in der Korrektur. Hier gestern, Ludger, guten Morgen, kleines Umkehrsignal. Müssen wir mal schauen, ob es aufgenommen wird vom Markt. Aber das große Gesamtbild ist einfach schön. Wir haben jetzt hier weiter den Markt laufen. Auch der grüne Trend hier hat sich fortgesetzt. Das heißt, in diesem Rahmen kann man auch sagen hier, das ist mal der Bewegungstrend. Hier gab es Korrektur. Dieser Bewegungstrend setzt sich auch fort. Das heißt, die Aufwärtsdynamik ist schön wieder da. Und aus diesem Trendbruch, den wir hier unten erst einmal hatten, haben wir hier auch eine ordentliche Korrektur gesehen. Hier etwas unter dieses Tief. Da ist der Peak, glaube ich, etwas drunter gegangen. Heißt also hier, 405 war das Low. Und hier, wo haben wir das Low gehabt? Bei 401, ne? Ist nicht ganz drunter gegangen, bleibt also weiter am Laufen. Positive Dynamik, nächster Anlaufpunkt. Wenn wir das Ganze hier bestätigt bekommen, liegt natürlich mit Blick erst einmal hier am aktuellen Trendhoch bei 11.822, beziehungsweise ganz leicht oben drüber haben wir aus dem Abwärtstrend, den wir hier haben, hier die Marke von 11.849 liegen. Das ist der nächste Punkt. Hier Widerstand oder Unterstützung für den Aufwärtsschub, das werden wir dann sehen. Heißt also, gibt es einen Abprall, ist es erst einmal ein kleiner Widerstand. Ansonsten, wenn hier Kauforders liegen, dann natürlich der Markt unterstützt nach oben hin. Also im DAX momentan alles schön, alles grün, wenn wir uns den Trend auch gucken. Bewegung gibt es immer wieder, heißt also von der Seite her gut und gerne hier die Trends nutzen, aus den Korrekturen einzusteigen. Ich bin gespannt, was wird. Wir hatten hier gestern, wie schon gesagt, die Umkehr Intraday, sind wir dann doch deutlich nach oben gelaufen. Und wenn das Ganze bestätigt wird, das wäre dann gut zu sehen. Wir machen hier auch gleich mal kurz noch einen Blick in die Stunde rein, um das zu sehen. Wir sehen nämlich hier, das ist der wichtige Bereich, wo man im Kleinen einfach mal hinschauen sollte. Hier, da hatten wir ein Korrekturhoch und da sind wir jetzt drüber gelaufen. Das heißt, wenn man diesen Schwung hier mal nach unten sieht, hier, das sind die Schwünge, Bewegung, hier Korrektur, letztes Tief, da sind wir gestern drüber gelaufen, dann gab es wieder Korrektur. Und wenn wir jetzt hier oben drüber laufen, dann wird dieses Signal von gestern bestätigt. Es gibt wieder einen Aufwärtstrend, der dann in der Stunde rüberläuft in den Tag rein. Anlaufpunkte haben wir dann selbstredend hier an diesen entsprechenden Hochmarken. Das heißt hier, ich mache mal das Fadenkreuz kurz an,
Wir meinen mal hier ungefähr die 11.630 Punkte Marke. Hier haben wir ein High gehabt bei 11.665 Punkten. Nächster Anlaufpunkt wäre dann hier die knapp 11.720, bevor wir dann am Trendhoch sind. Das heißt, man kann hier gut planen und wenn der Plan aufgeht, dann weiß man schon, wer nach uns kauft. Wunderbar, schöne Sachen, die wir hier im Chart vom DAX auch sehen. Gehen wir mal vom DAX rüber in den US-Markt, aber nicht, um vorher zu sagen, wer hier einen Wunschmarkt hat, bitte einfach reinschreiben in die Chats. Ich gucke mir gerne auch den einen oder anderen Wunschchart an. Tobias, einen schönen guten Morgen von meiner Seite und damit rüber in den US-Markt. Wir starten erstmal wieder mit dem Mega-Bullen. Es ist echt irre. Technologieaktien laufen, so wie auch der Technologieindex läuft an dieser Stelle. Ich werde nicht müde, mich hier rüber auch zu freuen. Warum? Wir haben das gesehen, wenn wir uns mal den Monatschart hier anschauen. Wir gucken uns mal den Wochenchart an, da sehen wir ein bisschen mehr. Nee, die Woche war schöner, der Monat. Wenn man mal sieht, was das hier in den letzten Jahren für ein Bulle gewesen ist. Irre. Wahnsinn. Das ist einfach eine Entwicklung, die wir hier sehen. Und wenn wir sehen, was der Markt, ich meine, das Bild ist hier jetzt ziemlich hässlich, aber wenn man mal sieht, wo wir hingegangen sind, der Markt ist hochgespiked, der Markt kam ziemlich weit runter und läuft jetzt schon wieder nach diesem starken Korrekturschub nach unten rauf Richtung Allzeithoch, dann sieht man einfach mal, wie bullisch dieser Markt hier ist und das gibt uns natürlich wunderbare Chancen hier auch immer wieder gut und gerne rein zu traden. Zurück in den Tag. Im Tag, ja, da bleibt mir eigentlich nicht viel anderes über, als zu sagen, ich ziehe mal hier diesen Bewegungsarm ein Stück weit länger. Heißt also, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, was hier an Marken auch mitkommen kann. Hier, was lag vor uns, dieses Hoch hier an dieser Stelle, dieses Korrektor um die Marke von 7.300 und ein paar 51 Punkte. Da sind wir jetzt drüber. Was auch jedem klar sein muss, ist, wir stehen hier aktuell in einer sehr weiten Bewegung. Das heißt, es kann auch jederzeit dazu kommen, dass mal etwas korrektive Phase anfängt. Jederzeit heißt, man muss einfach gewappnet sein, wenn mal Schwäche reinkommt, dass die hier kurzfristig nach unten führen kann. Es kann auch eine tiefe Korrektur kommen. Das heißt, wenn der Markt jetzt von der aktuellen Stelle bei 7.500 Punkten korrigieren würde, er könnte ohne Probleme hier bis runter auf etwas über 6.930 Punkte korrigieren, ohne diesen Aufwärtsschub kaputt zu machen. Das muss man einfach auf der Uhr haben. Das ist wichtig. Aber das ist ja auch das Schöne, wenn man dann hier in den kleineren Charteinheiten oder Zeiteinheiten sieht, dass der Markt etwas Schwäche generieren könnte, dann haben wir halt auch die Chance, aus dieser weiten Überdehnung hier eine Korrektur zu traden. Also alles schick, was wir hier haben. Wunderbar, ein bullischer Markt. Herrlich, was wir hier haben. Alles grün, Korrektur kann kommen. Für diejenigen, die sagen, wie weit kann es denn laufen? Es gibt ja immer wieder Händler, die sagen, oh, okay, wir messen das mal aus. Daraus ist ja auch der sogenannte Measured Move entstanden. Heißt also, wenn wir mal sehen, was an Potenzial in einer Bewegung steckt, guckt man sich ja in diesem Bezug zum Measured Move die Korrekturtiefe an. Und wenn wir das einfach mal hier oben drauf setzen, dann sehen wir, dass wir momentan relativ punktgenau dort sind. Muss man sehen, ob es jetzt an dieser Stelle noch weitergeht oder auch nicht. Auf alle Fälle alles im grünen Bereich. Börsenampel auch hier im Technologieaktienindex grün. Schauen wir in den S&P 500 rein. Gleiches Verhalten. Herrlich zu sehen. Ich finde das schön. Die Bullen sind zurück. Die Zweifel waren bei vielen da, dass wir hier nicht drüber laufen können. Aber das zeigt uns auch mal wieder, es macht keinen Sinn, als Händler darüber nachzugrübeln. Ja, bricht er denn den Widerstand oder bricht er den Widerstand nicht? Es macht keinen Unterschied. Es ist völlig wurscht. Hätte er nicht gebrochen im ersten Anlauf, hätten wir halt ein bisschen Korrektur gesehen. Haben wir hier auch gesehen. Ne? Wir sind oben reingelaufen, haben Korrektur gesehen. Hier wunderbares Umkehrsignal. Jetzt ist die Bewegung am Laufen. Hat sogar zwischendurch mal korrigiert. Also auch hier alles schön gesund. Wir sind auf dem Weg zum Allzeithoch. Hier oben haben wir es stehen. 2941 Punkte. Das ist jetzt definitiv in greifbarer Nähe. Und wir sehen momentan, stabilisiert sich der Markt auch über diesen Widerstand hier oben, über dieser Marke von 2800 Punkten. Das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und hier an dieser Stelle nehme ich gleich nochmal kurz die Zeichnung hier auch mit
führe den Aufwärtstrend sozusagen einfach einmal fort und zeige uns hier auch für die nächste Woche schon den Anlauf. Also das heißt, wir stehen hier schön in der Bewegung drinnen, laufen hier weiter auch schön nach oben mit rein. Wie schon gesagt, hier drüben nächster Anlaufpunkt, die Marke von 2941 Punkten. Das im DAO, im S&P 500. Jetzt gucken wir kurz noch auf den DAO. Hier sieht es vom Chart her ein klein wenig anders aus als im S&P 500. Wir haben hier diese korrektive Phase etwas tiefer gesehen. Heißt also hier an dieser Stelle, wir sind hier deutlich weiter runtergekommen aus in die Korrektur rein. Das heißt, wir haben uns hier oben am Hoch hier um die 2680 Punkte Marke etwas festgebissen. Der Markt ist hier schön in die Korrektur nach unten reingekommen, aber wir sehen es auch hier. Der Markt hat das Niveau, um dieses Ausbruchslevel hier bei 25.400 um die 33 Punkte Marke genommen. Er ist zwar mal kurz drunter gespiked, hat aber direkt wieder Käufer gefunden. Das heißt, hier sind wir schön hochgelaufen. Im Kontext dieses Trends sind wir in eine ordentliche Korrektur reingelaufen. Und jetzt schwingen wir schön nach oben. Diesen nach oben Schwung können wir auch schön in der Stunde sehen. Anlaufpunkte hier im Widerstandsbereich wäre dann natürlich immer noch oder weiterhin hier oben die Marke um ja, knapp 26.100 Punkte. Da sind wir ja drüber gegangen, aber wieder abgeprallt. Hier sind wir drüber gegangen, wieder abgeprallt. Hier sind wir drüber bzw. reingelaufen. Wieder abgeprallt. Jetzt wird es spannend, ob wir es schaffen, drüber zu laufen. Wenn ja, steht hier das Trend hoch oben im Kurs, beziehungsweise hier diese Marke von etwas unter 26.300 Punkten. Das ist das, was wir durchaus auf der Uhr nach oben mit haben können. Also hier auch die Bullen sind weiterhin hier am Arbeiten. Und wenn wir hier mal den Blick in die Stunde wagen wollen, wir sehen es halt hier. Wir hatten hier die Tage mit Abwärtsschub, sehen wir schön den Trend. Und der wurde hier mit Schmackes rausgenommen. Jetzt müssen wir einfach sehen, dass sich die ganze Geschichte hier oben stabilisiert und weiter fortläuft. Wenn wir das dann sehen, in den Markt reinzuschauen und wir laufen hier oben drüber, dann haben wir hier ganz, ganz eindeutig den Weg nach oben auch mit vorgezeichnet. Also hier der Blick in den Tageschart sieht auch sehr, sehr positiv aus. Tiefe Korrektur gewesen. Da war die Boeing in Teilen auch nicht ganz unschuld dran, hier etwas für Schub nach unten mit zu sorgen. Aber nichtsdestotrotz alles im grünen Bereich. Das also zu den wichtigsten Indizes. Dann gucken wir nochmal eben ins Öl rein. Was haben wir im Öl? Wir gucken mal kurz. Ich zoome das mal kurz etwas weiter rein, aber ich glaube, den Ölchart sehen wir hier ein bisschen sauberer. Ja, sehen wir deutlich sauberer. Also hier kann ich wieder nur auf meine alten Grafiken auch zurückgehen. Wir haben es geschafft. Hier zeigt uns der Markt auch einmal wieder, wie gut die Markttechnik oder die Trendtechnik oder die DAO-Theorie funktioniert. Wir haben hier schöne Korrektur nach unten gehabt. Hier einen Supportbereich gefunden, den der Markt unterstützt hat. Das sehen wir hier auch. Wir hatten hier oben das Hoch bzw. das Trendhoch und hier diesen leichten Widerstand um knapp unter der 58-Punkte-Marke. Es hat ein bisschen gedauert, bis der Markt sich hier entschieden hat, aber wir sind dann drüber, sind hier schön oben reingegangen. Also auch hier, wir sehen es, Nachfrage nach dem Rohstoff ist da und das zeigt uns der Chart auch wirklich sehr, sehr schön und 1:1 mit an, dass dieses Bild gespiegelt wird. Das heißt, die gestiegene Nachfrage spiegelt sich hier direkt auch wieder in steigenden Preisen wieder. Und das sind die Dinge, die wir hier im Chart auch immer so sehen. Das also an dieser Stelle zum Ölpreis. Und dann gucken wir uns noch mal kurz den Euro an. Da gab es ja diese Woche auch einiges an Bewegung. Haben wir ja gesehen, wir sind vor nicht allzu langer Zeit deutlich in den Bewegungsverlauf gegangen. Was kam danach? Hier, wir sehen es, es gab eine deutliche Korrektur hier oben rein, heißt also an dieser Stelle, wir sind hier nach oben gelaufen, haben mal wieder etwas gemacht, was der Markt gerne macht. Wir haben mal das Korrekturlevel oben angetestet, oben reingelaufen. Hier, der Abwärtsdruck ist hier oben über dieses Trendkorrektur hoch drüber gelaufen. Wurde dann direkt wieder abverkauft, also hier, es bleibt mittlerweile sehr, sehr spannend. Warum bleibt es spannend? Weil wir einfach sehen, die unterschiedlichen, ja, sage ich mal, Meldungen, die wir hier an der Börse auch immer wieder bekommen, die sorgen natürlich dafür, dass ordentlich Bewegung in diesen Markt auch reinkommt. Und hier ist es auch so, dass für jeden Geschmack irgendwo was dabei ist, wo man sagen kann, welche Trendgröße möchte ich denn traden, wo bekomme ich meine Handelssignale hin. Hier sehen wir auch die unterschiedlichen Trendgrößen ineinander fließen und das sind natürlich sehr,
sehr interessante Sachverhalte, die wir hier zum Traden auch nutzen können. Wie schon gesagt, momentan sind wir weit in die, sag ich mal, korrektive Phase reingelaufen. Wir haben hier das Trendhoch rausgenommen. Es könnte durchaus noch deutlich weitergehen. Mit Bezug auf diesen blauen Trend wäre auch noch Luft, theoretisch, bis hier oben hin bei knapp unter 1,16. Hier stehen wir am Hoch oder etwas über dem Hoch, standen wir bei 1,14, 1,96. Das haben wir ja oben rausgenommen. Wenn es jetzt wieder in Bewegungsrichtung drunter geht, dann haben wir die Dynamik nach unten. Wir haben ein paar Tagestiefs vor uns liegen. Also es ist auf alle Fälle hier im Euro-US-Dollar viel Bewegung drinnen und bietet ein großes Spielfeld für verschiedene Handelsstrategien. So, jetzt blicke ich mal kurz in den Chat hinein, in die Chats hinein. Fragen sehe ich hier an dieser Stelle keine. Das heißt, wir machen einfach einmal weiter mit dem Rahmenprogramm. Nachdem wir jetzt die große Chartanalyse der Indizes gemacht haben, blicken wir mal auf die Termine für die nächste Woche. Und da sehen wir hier, am Montag gibt es den IFO Geschäftsklimaindex. Am Dienstag bekommen wir aus den USA die aktuellen Baugenehmigungen und das Conference Board Verbrauchervertrauen. Am Mittwoch gibt es eine Rede von EZB-Präsidenten Draghi, der hat ja die Märkte auch ordentlich überrascht vor kurzem. Und dann natürlich mittwochs immer auch die Rohöl-Lagerbestände. Am Donnerstag bekommen wir dann Informationen aus den USA zum Bruttoinlandsprodukt und den schwebenden Hausverkäufen. Und am Freitag ist hier bei uns in Deutschland Arbeitslosenzeit. Das heißt, wir bekommen hier die Veränderung der Arbeitslosigkeit. Wir bekommen aus der EU den Verbraucherpreisindex und aus den USA die Verkäufe neuer Häuser im Februar. Auch diese Dinge fließen ja immer in das Beachbook mit ein. Interessant, was wir hier zu lesen bekommen. Das also die Planung für die kommende Woche mit den wichtigsten Relevanzen. Natürlich werden wir jeden Morgen auch in die wichtigen Tagestermine mit reinschauen, damit wir hier auch vorbereitet sind auf den ein oder anderen Termin, der durchaus marktbewegende Stellung haben könnte. Übrigens, nächste Woche gibt es ein Spezial-Webinar zum Thema News Trading mit mir. Hier auf der Website von Tickmill haben wir darüber schon informiert. Elena, möglicherweise hast du auch den Link für die Anmeldung. Wenn du magst, kannst du den gerne auch direkt hier mit einstellen, dass wir uns auch hier an dieser Stelle treffen können. Und dann ist es nicht mehr lang hin bis zur Invest. Wer da auch dabei ist, das ist das erste Aprilwochenende, 5., 6., 7., ich glaube Freitag und Samstag ist die Messe. Da sind wir auch vertreten. In der Trader Lounge werden wir hier ein paar Vorträge halten. Wir können uns gerne auch persönlich unterhalten. Ich bin am Samstag da und habe zwei Vorträge. Wen das interessiert, gerne mal einfach zur Invest vorbeikommen. Ticket gibt es ja über das Netz hier entsprechend auch zu beziehen. Machen wir hier im Text einfach einmal weiter mit dem nächsten Thema. Und da kommen wir dann hier, wir sehen es in den Part, wo wir einfach mal über den Wirtschaftsbericht für Deutschland von der ZEW sprechen. Ich mache jetzt gleich wieder einen kleinen Break in der Aufnahme. Bleiben Sie bitte auch direkt dran. Ich mache hier nur eine technische Unterbrechung und dann geht's gleich weiter hier an dieser Stelle.